Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Part des Spieler-Karrieremodus. Mittlerweile sind wir ausgeliehen worden an Luton Town von Hannover 96, sind der beste Spieler in der kompletten Liga wahrscheinlich mit einem Gesamtrating von 65 und werden mal sehen, wie das Ganze jetzt laufen wird hier in unserem ersten Spiel für unseren neuen englischen Verein. Wenn euch die Episode gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Wäre eine leise Geste, vor allem, weil ihr die Serie ja gewünscht habt. Ich will ja natürlich sehen, dass ihr euch auch gefällt, ne? Und ja, durchschnittliche Bewertung von 9, 3 Tore, 34%. Brennt der? Brennt der? Ich habe einen 65er Rating. Hätte ich jetzt einen 85er Rating oder so, okay, ne? Aber 65er Rating in der vierten englischen Liga und ich soll eine durchschnittliche Bewertung von 9 haben. Wie sieht mein Team aus? Sag ich erstmal mein Team gleich. Vielleicht kenne ich ja irgendeinen davon, kann er durchaus sein. Wer weiß, wer weiß. So, gegen Cheltenham Town. Sechster. Wir sind übrigens besser angeblich. Also dann erwarte ich aber auch ein vernünftiges Spiel hier von meiner Crew. Startformation Tyler, Harryman, McNulty, Wilkinson, Griffith, Rooney, Drury, Doyle, Howells und Guttridge. Ich kenne exakt niemanden. Dann mal los, dann sehen wir uns gleich bei der ersten Chance. Beziehungsweise der ersten Szene der Partie. Da gehe ich gleich mal durch, die Verteidigung. Da ist der Flankenball. Da kommt niemand ran, aber da ist hinten noch einer mit dem Schuss. Und der war nicht so schlecht, gibt nämlich einen Eckball. Ein guter Start in die Partie, muss man ja sagen. So, hier ist MGT, hier bin ich. Ich melde mich hier. Zack. Kommt auf mich. Und das ist das 1:0. 3 Minuten im Verein und zack, das erste Tor für den Verein gemacht mit dem Köpfchen. So muss das hier losgehen für Luton Town. Wunderbar. Schöne Ecke. Perfekt auf meinen Korb. Ich bin auch vollkommen ungedeckt. Okay, was heißt vollkommen ungedeckt? Mein Kollege Gegner da hat einfach richtig keinen Bock gehabt. Dann läuft das hier. Und dadurch ist meine Bewertung gleich auf 6,4 gestiegen. Durch ein Tor auf 6,4. Wie soll ich eine 9 erreichen? Muss ich 7 Tore pro Partie schießen oder was? Ja, schade. Aber 5 ausgedribbelte Gegner. Ich glaube, ich habe jetzt 3 Sterne Skills. Könnte zumindest gut sein. Klasse Einwurf. Wir spielen jetzt auf Führung verteidigen übrigens, habe ich das Gefühl. Das war übrigens ein doofer Pass, den ich gefordert habe, aber kann ja auch keiner wissen, dass der vorher noch zu einem anderen gespielt wird. Weil wir spielen jetzt, wenn wir den Ball haben, eigentlich nur hinten rum und das nervt mich ein bisschen, weil damit bin ich nicht eingebunden. Und das ist nicht so gut. So, Micah Richards. Oh, okay. Ja, gut. Achso, ja, gut. Jetzt hier. Linie. Okay, alles klar. Doppelpass. War ich im Abseits? Ich weiß es nicht. Ah, die Flanke kommt nicht zustande. Das war ein Foul, Herr Schiedsrichter. Kann doch nicht sein hier. Ich bin Star in der Liga zumindest. Oh Mann. Start ist der Ideal, weißt du? Und der spielt einfach den schlechtesten Pass, den du jemals gesehen hast. Ah, kriege ich den? Nein, ich werde aufgehalten, aber ich ziehe am Trikot, ich kriege den Ball zurück, ich werde gefoult, meiner Meinung nach. Vielleicht wäre ich ein Schwalbengott, vielleicht wäre ich Arjen Robben 2.0, wer weiß. Oh, der Pass war nicht schlecht, abgefälscht. Übrigens, bei meinen Mitspielern ist es ein bisschen eher problematisch, würde ich mal sagen, weil die checken immer nicht so wirklich, dass man spielen soll. Also vor allem, wenn sie mir den Ball zuspielen sollen, brauchen sie dafür immer gefühlte 3,5 Stunden und spielen nicht direkt. Und das ist immer ein bisschen hinderlich. Mal sehen, was in der zweiten Halbzeit dazu geht. Ne? Ein Tor muss noch drin sein. Meine Bewertung fällt einfach sinnlos die ganze Zeit. Was soll ich denn machen, ihr Vollpfeifen, Alter? Ganz ehrlich jetzt mal. Weißt du, mein Team kriegt es nicht gebacken, sich den Ball zu holen, weil sie zu blöd sind, mal einen Fuß dazwischen zu halten. Und deswegen leidet meine Bewertung darunter. Ey. Gibt es gar nicht. Guck, wie dumm die sind. Die können einfach ums Verrecken nicht verteidigen. Alter Schwede. Ich
Dann kriege ich mal einen Ball und dann ist es so einer. Alter Lachs. 6,6er Bewertung. Weißt du, als Torschütze, als einziger. Als einziger, der hier irgendwas geschissen bekommt in diesem Team. Kotzt mich jetzt schon an. Ich will zurück. Boah, und ich dachte, Karaman wäre schlimm gewesen. Aber das ist ja echt geballte Inkompetenz hier. Jetzt stehen wir auf Defensiv. Ich sag's nochmal, ich soll eine... Sag mal, bist du behindert, Alter? Oh mein Gott, ich soll eine 9er-Bewertung erreichen im Schnitt. Eine 9er-Bewertung mit so einem inkompetenten Team ist unmöglich. Das wäre ja selbst bei Bayern noch unmöglich. Spiel mir den Ball zu, meine Güte nochmal. Ich bin der Einzige, der hier ansatzweise Fußball spielen kann. Junge, Junge, Junge. So, und mich unterstützt natürlich auch keiner, weil wir auf Defensiv stehen. Muss halt alleine machen. Und das klappt nicht. Weil ich nicht beweglich genug bin. Und weil ich mich nicht traue, mit links zu schießen. Ja. Mein Team jetzt einen Ball erobert, ne? Ich habe noch einen Verteidiger vor mir. Einen. Den mache ich nass. Abwehrriegel. Mhm. Statt den Ball zu fangen, weißt du? Ey, Leute, wie kann man denn sich so hinten... Oh. Es war nicht mal mein Torwart drin. Ich müsste einfach mal einen Ball bekommen. Gib mir den Ball, dankeschön. Jetzt habe ich zwei Verteidiger vor mir, weil die, auch die lasse ich von mir aus stehen. Okay, vielleicht auch nicht. Und mein Ballverlust führt tatsächlich noch zum Torwart. Unser Torwart, der inkompetenteste... Abseits, okay. Ey, trotzdem, pure Inkompetenz. Pure Inkompetenz. Kann ich immer wieder sagen. Und dann läufst du einmal allein aufs Tor und es ist Feierabend. Mein Gott, ey. Das war wieder so ein erstes Spiel, wo ich mir denke, ich bin... Weißt du, ich müsste Man of the Match sein. Nach jeglicher Logik müsste ich Man of the Match sein. Aber nein, ich habe eine 6,4. Ich bin noch der fast schlechteste Spieler. Das ist so sinnlos, ne? Ganz ehrlich, ich verstehe das Bewertungssystem nicht. Oh mein Gott, ey, das gibt's gar nicht. Aber gut, so, wir haben unser erstes Spiel hinter uns mit Luton Town. Wir haben unser Tor gemacht, so wie sie das gehört. Ja, mal sehen, was unser Trainer von mir denkt. Ist mir ehrlich gesagt vollkommen egal, weil ich verstehe es echt nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das Bewertungssystem so behindert ist. Ich weiß es ja nicht. Aber trotzdem ist das absolut lächerlich. In der nächsten Episode geht es gegen Morecambe, gegen die Austern. Mal sehen, wie es da laufen wird. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.